Oh, Odi, wir spielen heute Hide and Seek. Und zwar extrem. Schau mal, wir können aussuchen, wo wir uns verstecken. Boah, cool, Braxy, wo sollen wir hin? Lass uns den klassischen Modus erstmal auswählen. Das will jeder spielen. Stimmt. So, das hat auch gewonnen gerade. Und wer wird der Sucher? Und bitte ich nicht. Hä? Ja, ich nicht. Okay. Ich auch nicht. Und wir verstecken uns im... Wo wollen wir uns verstecken? In der Schule. In der Schule. Okay. Ja. Schule wird richtig cool jetzt. Ich mag die Schule, Brax hier. Wir müssen es schaffen, uns zu verstecken. Die Polizisten dürfen uns nicht finden, Odi. Oh, du hast recht. Hä? Ich bin ein Stuhl. Ich bin ein Ball. Warte, ich kann mich verwandeln. Ich verwandle mich. Oh. Wo bist du, Brax hier? Ich kann mich verwandeln, aber ich muss da irgendwie hoch. Nein. Verdammt. Oh, oh. Wo bist du, Odi? Ich bin im Basketball. Wie im Basketball? Ich bin ein Basketball. Ich muss was anderes nehmen. Ich nehme ein Regal. Ich bin jetzt ein Regal. Und zwar genau hier hinten. So. Ein Regal? Und Position sperren. Ja, ich bin ein Regal. Ob du willst oder nicht, keiner wird mich hier finden. Wo bist du? Im Klassenzimmer. Und in welchem? Okay, ich bin draußen. Wieso bist du draußen? Bist du lebensmüde? Nein, ich bin draußen. Okay. Wir können jetzt... Nein, die kommen. Oh nein, hier ist einer schon drin. Oh, oh. Er darf mich nicht finden. Oh, da ist Huggy Wuggy. Oh, Braxy, hinter mir ist ein Polizist. Okay. Wir müssen 160 Sekunden lang überleben, Freunde. Das seht ihr hier oben. Und wenn die Zeit abgelaufen ist und keiner hat uns gefunden, dann sind wir die Sieger. Oh, Huggy Wuggy. Nein, ich wurde gefunden. Braxy wurde gefunden. Oh Mann, ich auch. Okay, lass uns mal den anderen zuschauen. Komm mal kurz. Okay, schau mal. Wen sollen wir zuschauen? Warte mal. Wir schauen mal. Hä? Wo hat der sich denn versteckt? Das ist einfach eine Blume. Hä? Eine Blume, Braxy? Hey, hey, Girly Pop. Schau mal, das ist eine Pflanze. Oh, das ist voll unfair, aber... Aber sie hat ein echt gutes Versteck. So, wir schauen mal weiter. Oh, da ist eine, ein Lineal. Ja, den habe ich auch gesehen. Der ist richtig gut versteckt. Oh Mann, ich Trottel. Ich hätte auch ein Lineal nehmen müssen. Du hast recht, Braxy. Schau mal, Tomka 2030. Der ist einfach so ein Schrank draußen. Oh Mann, ey, ist das lustig. Die sind ja richtig doof. Einfach ein Schrank draußen. Ist so. Okay, wir schauen mal weiter. Hm, wo hat der sich denn versteckt? Oh, einfach Pickle Betty Yummy. Das ist einfach ein Tisch. Oh, ein gutes Versteck. Ein Tisch? Mhm. Der hat sich als Tisch versteckt. Wie cool! Noch 60 Sekunden. Oh, einer ist eine Pizza, Odi. X-Donut Game X ist einfach eine Pizza. Oh, ich seh's. Oh, jetzt habe ich voll Lust auf Pizza, Braxy. Oh, ich auch. Wir schauen mal weiter. Was ist deine Lieblingspizza, Braxy? Ich mag Pizza Margarita. Die ist lecker. Was ist deine Lieblingspizza? Meine ist mit Salami. Salami-Pizza? Mhm. Das ist ja voll cool. Das Lineal wurde immer noch nicht gefunden und die haben noch 40 Sekunden Zeit. Oh, meinst du, der Regal ist immer noch draußen? Schau mal. Stimmt, der ist immer noch draußen, Braxy. Wie kann das sein? Die müssen ihn doch finden. Keine Ahnung. Noch 30 Sekunden. Was meinst du? Wird das Regal draußen gewinnen? Ich glaube schon, Braxy. Ich glaube, die gucken gar nicht draußen. Da war doch einer. Stimmt, die sehen das nicht. Oh, Huggy Wuggy kommt. Hä? Huggy Wuggy lässt... Wieso kommt... Was? Er kann nicht rauslaufen, Braxy. Doch, schau mal, der ist doch draußen da rechts. Ja, ich weiß aber nicht, wieso er da nicht raus konnte. Mann, das Bücherregal hat einfach gewonnen. In 3, 2, 1, fertig. Wow. Schau mal, er hat einfach gewonnen. Guck mal, wie der aussieht. Er sieht aus wie ein Baby. Okay, Leute, das macht unheimlich Spaß. Wenn du mal zusammen mit mir und Odi spielen möchtest, dann schau das Video unbedingt bis zum Schluss und lass ein Abo da. Denn am Ende verrate ich dir, wie du mal zusammen mit mir und Odi Roblox spielen kannst. Ich freue mich auf dich. Okay, Odi, wir haben noch 18 Sekunden. Diesmal darf mich keiner finden.
Oh, Leute, aufstehen! Es ist Weihnachten, die Geschenke! Komm schon, Odi! Ich bin Erster! Odi, du Trottel! Mann, Hanna, mach Platz, ich bin zuerst! Oh, die Geschenke! Oh, Freunde, ich kann es kaum erwarten, euch mein Braxy-Hoodie zu zeigen. Das hier ist mein Braxy-Hoodie und den kriegst du auf www.braxis.shop. Und zu jeder Bestellung gibt es sogar eine Autogrammkarte. Also, worauf wartest du? Wenn du noch kein passendes Weihnachtsgeschenk hast, dann kann ich dir meinen warmen Hoodie so sehr empfehlen. Ich bin bereit, Braxy! Warte, was haben wir denn hier im Shop eigentlich? Oh, guck mal, Squid Game. Wie cool ist das denn? Boah, das ist echt cool. Wir haben sogar Haustiere. Stimmt, wir haben ein unartiges Ei. Ich habe 302 nur. Mann. Boosts, Aufspiel. Nein, kann ich auch nicht kaufen. Ich kann mir fast nichts kaufen. Boah, Braxy, ich glaube, wir sind Sucher geworden. Sind wir wirklich Sucher geworden? Mhm. Lass uns auf die Militärbasis. Okay, komm. Militärbasis. Aber stand da mein Name? Ja, meiner, deiner und noch einer. Wir sind zu dritt. Oh, stimmt. Ich bin wirklich Sucher. Da bin ich ja. Hä? Ich kann mich ja bewegen. Hä? Das heißt, ich sehe doch die Leute eigentlich, oder? Eigentlich schon, oder? Erinnere dich an die Karte. Bereite dich auf das Erfassen vor. Okay, wir müssen unbedingt in die Kasernen rein, okay? Okay, Braxy. Schau dir die Karte an. Merk sie dir. Schau sie mir genau an. Ich werde das alles merken. Okay, ich gehe jetzt nach oben. Schau dir Basketballplatz an. Nee, das ist kein Basketballplatz. Wir müssen alle finden, Odi. Das wird unser Ziel sein. Na gut, das schaffen wir. Okay, in 7 Sekunden. Hier ist nichts drin. Hier ist auch nichts drin. Und hier ist auch nichts drin. Na, wartet. So, hast du ein Messer? Ich hab kein Messer. Okay, was haben wir denn hier? Bam! Ich hab ihn gefangen. Nee. Boah, sehr gut. Aber du da kannst nicht unendlich oft schlagen, Braxy. Du hast recht. Ups, total vergessen. Okay, Odi. Ich hab jemanden gefangen, Braxy. Sehr gut. Hä, das war hier doch gar nicht. Weg mit dir. Nein, war falsch. Da. Du hast nicht unendlich Herzen, Braxy. Du musst aufpassen. Hier war jemand. Gehört hier nicht hin. Ich habe ihn gefunden. Cool. So. Schau mal. Da oben ist eine Pistole. Guck mal, ob du den schlagen kannst. Ja, gefunden. Sehr gut. Warte. Hier drüben. Ich glaube, hier war kein. Da ist eine Pistole. Hier, der haut ab. Die läuft. Ja, du hast ihn. Sehr gut. So. Aber irgendwas stimmt hier nicht. War hier der Tisch auch? Ich weiß nicht. Okay. Nicht zweimal schlagen, du Blödmann. Ups, ich hab noch zwei Herzchen. Komm, komm, komm. Ist hier drüben etwas? Meinst du hier? Schlag mal. Nicht mich. Nee, falsch. Ich glaube, der war hier nicht, Odi. Der hier. Wer denn? Der in der Ecke, ganz in der Ecke. Nein, das war... Oh doch, das war jemand, Braxy! Hab ich doch gesagt, ich hab mir okay, das gemerkt. Okay, vier Leute nur noch. Guck mal, hier ist ein Hinweis. Hinweis. Ein Verstecker, der als AK-47. Okay, das heißt, einer ist eine Pistole. Der muss hier drauf sein. Oh Mann, nee, das ist keiner, Braxy, von da oben. Warte mal, schau mal, man kann hier hochklettern, aber hier ist nichts. Ich hab einen. Ehrlich? Hier. Siehst du? Ja! Du kannst da nicht durchlaufen, Odi. Ich kann da nicht durchlaufen. Wenn das einer von denen ist, kannst du nicht durchlaufen. Ah, ich hab hier schon. Okay, das war falsch. Oh, ich hab nur noch ein Leben, Odi. Wie viele fehlen noch? Ich hab noch 3 Leben. Oh Mann, das war falsch. Ich hab noch 2. Hier ist der Herz, Braxy. Sammel es auf. Okay, sehr gut. Dann ist noch eins. Ich bin voll, Odi. Los. Nein, das war falsch. Ich muss mir das Herz holen. Wir haben nur noch 40 Sekunden, Braxy. Hol dir das Herz, los. Komm schon, komm schon. Und weg mit dir. Oh Mann, ich hab ihn nicht gefunden. An Odi. Hier muss es irgendwo noch ein Versteck geben. Irgendwo, aber wo?
Ich glaube, ich habe hier was gesehen, Odi. Ah. Hier unten vielleicht? Ah. Oh nein, ich habe nur noch zwei Herzchen, Odi. Na, ich habe noch jemanden gefangen, Brixy. Wer fehlt denn noch? Zwei Leute nur noch, Brixy. Zwei Sekunden, nein, wir haben es nicht geschafft. Mann, das ist richtig unfair. Okay, aber diesmal will ich mich auch verstecken, Odi. Ja, ich auch. Das macht viel mehr Spaß. Du hast recht. Leute, okay, wir sind kurz davor, wieder zu uns zu verstecken. Wenn du mal zusammen mit mir und Odi spielen möchtest, dann lass einfach ein Like da und schreib unten in die Kommentare deinen Roblox-Namen. Und wir verlosen sogar Robux, stimmt's, Odi? Genau, Brixy. Schau mal, wir können hier freie Skins kaufen. Hä? Ich nehme den lilanen. Gib mir den lilanen, nimm du den blauen. Nein, ich hab den lilanen. Wir nehmen den klassischen Modus, oder? Klon, Infektion wäre auch cool. Infektion. Komm schon, ja! Ach Mann, ich glaube, das ist der normale. Ich auch nicht. Ja, ich bin es. Wir sind's nicht, Brixy, ja! Sehr gut. Welche Karte? Wollen wir Museum nehmen? Boah, Museum sieht cool aus, Brixy. Denkst du, da sind auch Dinosaurier? Oh, das wäre mega cool. Leute, wart ihr schon mal in einem Museum? Hey, wow! Ich bin ein Dino. Ich bin auch ein Dino. Bist du der kleine Dino? Mhm. Ich bin der große hier, Brixy. Aber wo soll ich mich verstecken? Hier gibt's doch keine Dinos. Dann verwandel dich in was anderes, du Blödmann. Ich weiß, in was ich mich verwandle. In Heu. In Heu? Und hier ist ganz viel Heu. Schau mal. Boah, wo? Boah, stimmt, Brixy. Ich bin auch Heu. Ich bin jetzt auch hier. Verschwinde. Mann, lass mich doch auch. Komm mal hier. Im Eck bin ich. In welchem Eck? Dann geh über hier. Mir. Komm. Ich spring hier. Okay, dann darfst du über mir sein. Wo bist du denn? Hier ist hier ein ganzer Heuballen. Ich geh einfach hinter das Schild hier oben, Brixy. Okay, Bewegung sperren. So. Wo machst du das? Rechts. Ah, Position sperren. Okay. Dass ich als erster gefunden werde. Man kann sich noch verwandeln, oder? Komm hoch zu mir! Nein, weißt du warum? Schnell zu mir! Warum? Weil wenn die oben schlagen, dann denken die, haben die alle gefunden. Stehst du? Du hast recht, aber guck mal, ich bin auf dem Haus oben! Und wo denn? Spring hoch, spring hoch aufs Haus! Da kommt jemand, Odi! Vorsicht! Nein! Okay. Oh, oh. Ich will mich verwandeln. Nein! Ah! Brixy, hau ab! Geschwindigkeit! Renn! Ich will schneller sein. Sie bleibt einfach stehen, sie sieht dich nicht! Lauf! Ich lauf hier schon. Ich hab gepfiffen wegen dir! Sehr gut, Odi, du bist der Beste. Oh, oh. Oh, ich hab Angst. Brixy, hast du es überlebt? Mhm. Oh, ich hab's überlebt. Oh, ich bin noch richtig gut dabei. Ich glaube, ich bin richtig gut versteckt, Brixy. Ja gut, Odi. Ich glaube, sie ist wieder da, Odi. Nein, lauf! Ich muss noch 90 Sekunden überleben. Aber die kann doch nicht überall draufhauen. Du hast recht, du schaffst das. Komm schon. Odi, sie ist wieder... Nein, sie hat mich. Ich schau dir zu, Odi. Schau mir zu. Hier waren schon zwei, die haben mich nicht gesehen, Brixy. Das ist das beste Versteck von allen. Das ist ja ein super cooles Versteck. Sag ich doch. Odi, das ist richtig klug. Wie bist du da hochgekommen? Über den Heu. Schau mal hier an der Seite. Das ist ja mega klug. Oh, da kommt jemand, Brixy. Oh, ich hab Angst. Oh. Nein. Der will da hoch. Denkst du, der weiß, dass ich das lauf bin? Weg. Lauf nein, weg. Nein, Aua. Wieso bist du nicht weggelaufen? Mann, du darfst doch die Fassung nicht verlieren, weil sonst wissen die genau, wer du bist. Oh, Mann, Odi. Mann, Entschuldigung. Hat irgendjemand gewonnen? Ja, die hat gewonnen. Die wurde nicht gefunden. Besucher haben gewonnen, Brixy. Wirklich? Ja. Oh, Mann. Naja, Leute,
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und checkt meinen besten Freund Odi ab. Der macht auch coole Minecraft- und Roblox-Videos. Der ist unten in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, wenn du mal mitspielen möchtest, dann sag mir einfach Bescheid. Stimmt's, Odi? Genau, Rex hier! Hm? Oh, Leute! Ihr fragt euch sicherlich, warum ich so ein billiges Auto habe. Aber das alles hat seinen Grund, denn ich werde heute meinen kleinen Bruder pranken. Ich werde nämlich so tun, als müsste ich oder hätte ich mein Haus verkauft und bin jetzt obdachlos. Und dann werde ich sein Haus zerstören. Das ist ein richtig guter Plan, weil er hat mich auch richtig oft geprankt. Also werde ich ihn jetzt auch pranken. Das Erste, was ich machen muss, ist, ich muss jetzt erstmal sein Haus finden. Aber ich weiß, dass er immer ein lila Auto hat. Hm, wo könnte bloß ein lila Auto jetzt sein? Wenn ihr ein lila Auto seht, müsst ihr jetzt sofort ein Like da lassen. Ich sehe noch kein lila Auto. War das etwa... das etwa Odi? Was ist denn hier los? Das ist nicht Odi. Oh, verflucht nochmal. Wir müssen jetzt erstmal Odis Haus finden. So, und dann werde ich ihn pranken. Das wird gleich richtig lustig. Ich muss ihn aber überzeugen, dass ich bei ihm übernachten darf. So, ich glaube, sein Haus war hier oben, oder? Nein, nee, hier unten. Oh, ich glaube, ich habe sein Haus gefunden. Hier muss Odi wohnen. Da sehe ich ihn, glaube ich, auch schon. So, jetzt muss ich hier rechts. Und da ist er ja. Rexia! Oh, hallo, Odi. Was machst du denn zur späten Stunde noch hier? Das ist eine lange Geschichte, Odi. Ich musste leider mein Haus verkaufen und mein Auto. Warum das denn? Ach, ich hatte Schulden und ich habe meine Handyrechnung nicht bezahlt. Und jetzt habe ich so eine Karre hier. Das sieht aus wie eine Popelkarre. Oh, Odi, ich weiß, das ist nicht das beste Auto. Hör auf zu lachen. Na gut. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob ich so lange bei dir übernachten kann, weil ich kein Haus mehr habe. Brexy, naja. Was denn, naja, du... Das geht bestimmt klar. Ich dachte schon, du sagst nein, obwohl du so ein riesen Haus hast mit... Aber warte, Brexy. Was denn? Du musst aufpassen, okay? Okay, und warum? Du darfst nichts kaputt machen, das ist alles sehr teuer. Komm mit! Okay, ich schließe nur mein Auto kurz ab. Komm schon, mit deinem Popelauto, das musst du gar nicht abschließen. Ne? Oh, Leute, er hat gesagt, ich darf bei ihm übernachten. Jetzt kann der Prank beginnen. Oh, das wird jetzt richtig lustig. Odi, ich bin jetzt da. Na gut, schließ die Tür, aber langsam! Oh, das tut mir leid, Odi, ich wusste nicht, wie das hier funktioniert. Okay, Brexy, also hier ist der Staubsaugroboter. Der fährt hier rum und hör auf, drauf zu treten! Hör auf! Okay, okay, ist ja gut, ist ja gut. Also geht das doch kaputt, du Doofkopf. Hier ist die Küche, aber hier darfst du nichts anfassen. Was ist hier drin? Mann, da ist gar nichts drin. Mach wieder zu. Hör auf! Okay, ich hol mir was aus dem Kühlschrank. Na gut, aber pass auf. Ich nehme mir das hier. Gut, Brexy, das ist die Klimaanlage, die darfst du aber nicht umstellen, weil das wird eine mordsmäßige Rechnung sonst. Ach, die darf ich also nicht umstellen. Genau. Okay, mach ich nicht, Odi. Ich muss immer bei 72 Grad bleiben. Warte, 72? Ja, okay. Okay, Brexy, hier ist der Garten draußen mit Pool, aber in den Pool darfst du nicht, bevor du duschen warst. Okay, auf jeden Fall nicht in den Pool springen, bevor ich duschen war. Genau. Verstanden. Die Lichter darfst du auch nicht dran spielen, okay? Entweder normal lassen oder so, in lila. Okay, Odi, und was ist das hier? Da darfst du auch nicht hin. Das ist Feuer! Hör auf! Okay, 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 okay. Was ist aus? Oh, Mann, ey, du Blödmann. Tut mir leid, und was ist hier oben? Da darfst du nicht hin. Das Betreten verboten, Brex hier. Warum? Dass mein eigener Eingang ist. Komm wieder runter. Oh Mann, ist ja gut. Und wo darf ich schlafen? Ich zeig's dir. Komm mit. Okay. Du darfst genau hier schlafen. In der Hundehütte, du Blödmann.
Das war nur ein Scherz, Braxy, komm mit. Für dich habe ich natürlich einen Platz. Oh, Leute, ich kann es kaum erwarten, die Klimaanlage umzustellen, die Farbe zu ändern und ohne zu duschen da reinzugehen und die Riesenrutsche zu benutzen und alle Lichter anzumachen. Ja, ich bin wieder da. Komm mit, Braxy, nach oben. Nach oben, okay. Also, hier ist mein Schlafplatz. Hier darfst du auf gar keinen Fall rein. Ey, komm wieder zurück. Ist ja gut, du bist ja richtig penibel geworden. Na, das ist auch mein teures Haus. Du darfst hier schlafen, das ist das Gästezimmer. Okay, und was darf ich hier nicht machen? Du darfst hier auf gar keinen Fall den Fernseher anmachen, ne? Das ist verboten für dich, weil das voll für die Stromkosten. Ansonsten darfst du hier auch nicht auf dem Bett hüpfen. Okay, Odi, mach ich nicht. Alles klar. Okay, Mann, ich hab grad gesehen, wie du es aufs Bett steigen wolltest. Hör auf damit! Ich wollte mich doch nur hinlegen hier, siehst du? Na gut, Briggs hier. Und warum hast du eigentlich dein Haus und sowas verkauft? Odi, das ist, also wie soll ich es dir sagen? Das ist so eine Geschichte. Ich habe meine Handyrechnung nicht bezahlt und dann musste ich das bezahlen und ich hatte kein Geld, also habe ich mein Haus verkauft. Und Ende. Oh, Braxy, du bist so ein Doofkopf. Wo ist eigentlich dein Auto? Mein Auto? Eigentlich ist es in der Garage, aber vielleicht hat das irgendjemand geklaut. Warte, ich guck mal danach. Und okay. Dann darfst du natürlich dein Auto auch nicht parken. Leute, ich gehe jetzt in sein Bett rein. Wo war noch mal sein Bett? Oh, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Hier, auf sein Bett hüpfen. Ich mach den Fernseher an. So. Braxy, ich hab mein Auto ausgeparkt. Warte, ich komme. Und ja, wo ist denn dein Auto? Hier. Das darfst du auf gar keinen Fall berühren, weil die, guck mal, die fährt nach unten und die muss so bleiben, okay? Oh, okay, Odi. Boah, das ist ja mega cool. Genau, lass das. Und du kannst hier mal den Müll mitnehmen, den ich vorhin rausgemacht habe. Ja, okay, wo soll ich den hinbringen? Auf die andere Straßenseite, ich will nicht, dass er bei mir liegt. Okay, Odi, natürlich mache ich das. So, und pack dein blödes Pups-Auto weg. Das stört mich hier vor meinem teuren Haus, Braxy. Ich gehe jetzt schlafen. Tschüss. Tschüss. Boah, Leute, ich werde den Müllsack jetzt einfach in das Haus reintragen. Und dann werde ich es richtig dreckig machen. Selber schuld. So, er hat die Tür zugemacht. Hoffentlich sieht er mich nicht durch die Kamera. Oh, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Schnell, 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 um wieder die Tür zu machen. Hat jemand den Fernseher in meinem Zimmer angemacht? Oh, oh. Braxy! Ich muss den Müll hier verstecken erstmal. Wo bist du? Was ist denn? Was hast du da hinten gemacht, hä? Nix, ich habe nur den Roboter hier reingemacht. Du hast gesagt, ich darf den nicht kaputt machen. Hast du in meinem Schlafzimmer den Fernseher angemacht? Ich hab dir gesagt, oben sind Fernseher tabu. Nein, Odi, das hast du mir doch gesagt. Der Fernseher tabu. Na gut, Glück gehabt. Ich geh jetzt schlafen. Tschüss. Gute Nacht, Odi. Oh, das ist meine Chance jetzt. So, wo legen wir den Müll hin? Also, als allererstes nehmen wir den Müll. Oder lege ich den hier einfach auf dem Küchentisch? Einfach hier draufstellen. Zack. So, dann darf der Roboter ein bisschen rauslaufen. Viel Spaß, Roboter. Oh, was hat er nochmal gesagt mit der Klimaanlage? Er hat, glaube ich, gesagt, die darf nicht unter 72 sein. Oh, oh, das wird jetzt richtig kalt. Das wollte ich nicht, Odi. Oh, was hat er noch gesagt? Ich muss in seinen Pool reinspringen. Da hat er gesagt, darf ich nicht reinspringen. Und ich werde die Farbe ändern. Und Köpfer! Oh, ich liebe Wasser. So. Braxy! Nein. Was machst du da unten? Und warum ist der Pool rot? Und wieso ist mir so kalt? Wo ist der? Braxy? Ich hab zu dir gesagt, du darfst da nicht reinkommen. Du hast mich gerufen. Ich dachte, du hast Notfall. Ich bin gelaufen, so schnell ich konnte. Warum ist die Klimaanlage auf 65? Ich hab sie. Blöd, Mann. Ich hab sie nicht berührt. Wirklich nicht, Odi. Du solltest jetzt schlafen gehen. Gemacht. Du hast sogar noch den Pool geändert. Und du warst doch nicht mal duschen, du Blödmann. Prankst du mich etwa? Warte mal, Braxy, hier ist Müll in der Küche. Wie kommt der denn hin? Ich hab den doch rausgebracht. Ich hab zu dir gesagt, bring den
zur anderen Straßenseite. Und dein Auto hast du auch noch auf die andere Straßenseite geparkt, du Blödmann. Okay, Odi, tut mir leid. Ich mache jetzt alles richtig. Versprochen. Nein, Braxy, ich will nicht mehr, dass du hier bist. Lass mich rein. Das war nicht so gemeint. Ich mach das wieder gut. Ich räume dein Haus auf. Ich mach alles sauber. Letzte Chance, Braxy. Noch ein Fehler, dann fliegst du raus. Okay, Odi, du solltest schlafen gehen. Und morgen ist alles picobello hier, versprochen. Okay, tschüss. Gute Nacht. Oh. Jetzt so? So. Okay, Leute, ich muss mich beeilen. Er schläft. Den Müll legen wir wieder hier hin. Überall. Warte. Hier. Überall kriegt er Müll. Ich lege überall Müll hin. La 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 la. Hier drüben. Ich lege sogar Müll auf den Treppen. Warte, kann ich das? Hier. Ich habe überall Müllsäcke platziert und jetzt hier ein. Oh, er wird richtig sauer sein. So, ganz viel Müll, ganz viel Müll. Das reicht erstmal. Und jetzt ändern wir die Farbe vom Pool. Aber jetzt brauche ich eure Hilfe. Schreibt mir mal gerne eure Lieblingsfarbe in den Pool. Und dann werde ich die Poolfarbe das nächste Mal ändern. Ha, ist eure Lieblingsfarbe rot, grün, blau, dunkelblau, lila oder weiß? Ihr könnt das mir jetzt in die Kommentare schreiben. Ich nehme auf jeden Fall blau. Nee, grün. Grün sieht eklig aus. So, warte. Wir müssen hier jetzt erstmal hoch. So. Und wir müssen noch einmal rausgehen. Dort hat er nämlich sein Auto geparkt. So. Und sein Auto werde ich richtig dazwischen legen. So. Und die Türen werde ich auch auflassen. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Er darf nicht aufstehen. Schon hoch. War endlich hoch. Wieso fährt er nicht hoch? Oh, oh. Dein Auto fährt nicht hoch. Der fährt ganz langsam hoch. Was sind das für Geräusche, Braxy, schon wieder? Die Müllabfuhr, du kannst weiter schlafen. Alles gut, Odi. Na gut. Oh nein, er ist fast aufgestanden. Und sein Auto ist noch nicht mal hochgefahren. Der fährt ganz langsam hoch. Er hat echt ein schweres Auto, der Dussel. Schaut euch mal an, wie langsam der hochfährt. Oh, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Aber solange habe ich Zeit, noch ein paar Müllsäcke zu verteilen. So, am besten direkt vor seiner Tür. So, zack, hier vor seiner Tür. Dann kommt er hier runter und sieht ganz viele andere Müllsäcke. Jetzt werde ich hier auch noch alles aufmachen. So, alles rausfahren. So, hier raus. Ah, die Türen mache ich alle auf jetzt. Ah, und das will ich auch aufmachen. Und hier oben mache ich auch alles auf. Oh. Und die Klimaanlage mache ich auch gleich runter. Ist sein Auto schon draußen? Oh, sein Auto ist immer noch nicht draußen. Wie lang braucht denn sein blödes Auto? Der Typ kann doch nicht mal parken. Oh, komm schon. So, jetzt die Klimaanlage. Er hat gesagt, ich darf sie nicht runterstellen. Aber er hat nicht gesagt, ob ich sie hochstellen darf. So, ich stelle sie ganz hoch. So, jetzt wird ihm richtig warm und er wird schwitzen. Schaut euch mal die Klimaanlage an. Mann, warum ist mir so warm? Oh, Braxy! Oh, hier ist Müll! Oh, oh. Wo bist du, Braxy? Oh, nein. Braxy, Braxy, Braxy! Hier ist überall Müll! Oh, Odi! Wo bist du, Blödmann? Komm sofort hierher! Oh, die tut mir leid! Steig aus! Aua! Sie hat dein Auto kaputt gemacht und ich muss los! Du warst das! Komm zurück, du Blödmann! Ich zeig's dir irgendwann heim! Ich weiß, dass du mich geprankt hast! Oh, Leute, das war ja ein Riesenerfolg! Jetzt muss ich sein Auto nur noch verstecken, er wird sein Auto nie wiederfinden. So, ich glaube, ich fahre den einfach ins Meer rein. Und hier vorbei. So, und ich glaube, wir können gleich hier rechts irgendwo... Hier. So. Ach, kann ich hier rein? Ach, nein, kann ich nicht. Oh, verflucht und zugenäht. Oh, oh, er hat mir einen Snap geschickt. Wir gucken mal rein. Oh, ich glaube, er ist sauer. Ich muss mich verstecken. Ach, oh nein, er ruft an. Hallo? Bring mein Handy! Auto wieder, meine ich, und putz meine Wohnung! Oh, ich ruf die Polizei, du Blödmann! Schlechte Verbindung! Schlechte Verbindung! Hallo? Hallo?
Oh, Leute, ich habe Odin geprankt. Ich glaube, er ist jetzt richtig wütend auf mich. Aber jetzt siehst du, warum ich ihn geprankt habe. Also bleib unbedingt bis zum Schluss dran. Oh nein, ich muss mich hier verstecken. Oh Mann, Leute, ich suche heute den ganzen Tag mein Skateboard. Ich habe ihn hier irgendwo gelassen. Ich hasse es, wenn ich Sachen verlege und sie dann nicht mehr finde. Kennst du das? Hä? Wer war das? Odin? Braxia? Was hast du da? Ich hab ein cooles Skateboard gefunden. Das ist mein Skateboard. Nein, das gehört jetzt mir. Oh, du Blöde, gib's her. Das ist mein... Mann, Odin, ich rede nie wieder mit dir. Mach doch nicht, das ist aber mein cooles neues Skateboard, was ich bei dir vor der Tür gefunden habe. Das ist ja... Hä? Deswegen ist das ja auch mein Skateboard. Warum ist da ein blöder Clown bei dir? Ist egal, ich gehe jetzt. Mein Skateboard, tschüss! Clown, warte mal, ich muss dir was über Odin erzählen. Odin stinkt nämlich. Ja, er stinkt. Was sagst du da? Nix, was denn? Ja. Hast du mit dem Clown geredet? Zeig mal! Nein, der ist schon weg, siehst du? Geh runter von meinem PC! Nö, guck mal, ich spring aufs Bett! Odin, hör auf damit, du Blödi! Du stinkst nämlich! Warum bist du so gemein zu mir? Du hast mein Skateboard geklaut! Nein, das lag da vor der Tür. Und was nicht aufgepasst wird und weggeräumt wird, gehört mir! Das stimmt doch gar nicht. Mann, verschwinde aus meinem Haus. Ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Nie wieder, Odin. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Nie wieder will ich was mit dir zu tun haben. Oh, mach mir nicht nach, du Blödmann. Mach mir nicht nach, du Blödmann. Du bist nicht mehr mein kleiner Bruder. Verschwinde. Du bist blöd, Mann. Applaus an dich, du Doofkopf. Ich gehe. Du stinkst nach Kaka. Und du stinkst nach fauligen Bananen. Oh, das hast du nicht gesagt, Odin. Der Clown hat dein Skateboard. Ist egal, er ist jetzt mein neuer Bruder, du nicht. Nö, guck mal, der kommt zu mir, der will mit mir spielen. Du hast keine Freunde mehr, du blöd, Mann. Warte. Warte, bleib stehen. Schau mich an. Was machst du da? Warte, so. Okay, ich habe nur ein Beweisbild gemacht. Kannst du meiner Story gleich angucken? Welche Story? Oh Mann, ich rede nicht mehr mit dir. Oh, Leute, ich habe jetzt Streit mit meinem kleinen Bruder und er wird das richtig bereuen. Ich werde ihn einfach ignorieren und nie wieder was mit ihm zu tun haben. Habt ihr eigentlich Geschwister und streitet euch auch manchmal? Wenn ja, dann lass ein Like da und abonnier den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Aber jetzt will ich mir mal die Story angucken, die er gesagt hat. Warte mal, irgendjemand hat mir auch ein paar Snaps geschickt. Hey, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. So, kenne ich auch nicht. Der Clown! Okay, kenne ich auch nicht. Odin hat mir was geschickt. Mein neuer bester Freund, nicht mehr du, du stinkst. Oh, so ein Blödmann. Wartet mal, er hat gesagt, er hat eine Story gepostet. Da ist sie ja! Braxy ist der Doofste der Welt. Oh, das muss ich zurückmachen. Oh. Oh, und jetzt eine Story. Odin ist ein Blödmann. So, in die Story rein. Hat er mir noch was geschickt? Oh, der Clown. Der Clown ist einfach in meinem Haus. Okay, ich fahre jetzt... was will die von mir? Mich mal in Ruhe lassen. So. Geh jetzt einfach... Ich fahre einfach an Odins Haus vorbei und hub die ganze Zeit. Hahaha, so ein Blödi. So, jetzt geh hier rein in mein Auto. Rein da. Und jetzt werde ich hupen. So, wo ist Odins Haus? Ich glaube, das hier ist Odins Haus. Blödmann! Blödmann! Du Blödi!
hat seine Tür aufgelassen. Wartet mal. Mach alles an bei ihm. So. Hä? Die hat einen Snap gemacht. Egal, ich mache alle Türen auf bei ihm hier erstmal. So. So, und dann schicke ich ihm einen Snap. So, alle aufmachen. Hier und hier unten. Und das mache ich auch auf. So. Und den mache ich auch auf. ich nehme mir was zu trinken. Oh, dann nehme ich mal die Milch. Ah. Schau mal, was Odi geschickt hat. Er hat ganz viele Sternchen geschickt. Was ein Blödmann. Okay, jetzt mache ich einen Snap zurück. Oh. Cooles Haus. And to Odi. Hallo? Mia, du bist so lustig. Du bist ab jetzt mein Fangirl, stimmt's? Ja, Brixie ist voll blöd. Oh, Brixie, du bist ja rangegangen, du doof. Zu wem hast du gesagt, dass ich blöd bin? Zu Mia, deine Fangirl. Ich chill mit dir und esse gerade deine Lieblingspizza. Bananenpizza. Ich muss sagen, dein Orangensaft war auch lecker. Übrigens habe ich alle Türen aufgemacht und ich habe auch alle Regale aufgemacht. Und du hast ja richtig viel Essen. Brixie, das ist gar kein Problem. Das wurde von der Videokamera aufgezeichnet und die Polizei ist schon auf dem Weg. Oh, du Blödmann. Wo bist du? Ich habe dich gepetzt und ich bin bei mir. Und weißt du, was ich heute Abend mit dir machen werde? Was denn? Hm, was denn? Ich werde ihr sagen, sie soll dich nicht mehr liken. Oh, hör auf damit, Odi. Oh, Mia, ich komm schon. Tschüss, du Doofkopf. Mann, ich muss unbedingt zur Stadt fahren und mir davon abhalten. Der Blödmann macht sich an meine Freundin ran und sagt, sie soll nie wieder liken. Das ist voll gemein. Leute, wir müssen es Odi beweisen. Lasst alle jetzt ein Like da und teilt das Video mit euren besten Freunden. Und wenn du auf dem Fernseher schaust, dann nimm das Handy von deinen Eltern und lass ein Like da. Wo ist der Blödmann? Der ist irgendwo beim Spiel. 100%. Hm? Da ist ein Schulbus. Hier muss er irgendwo sein. Er hat nämlich ein lila Auto. Ich sehe ihn aber doch nicht. Leute, wenn ihr Odi seht, müsst ihr mir unbedingt Bescheid geben. Wo kann der Blödmann bloß sein? Hand runter von der Straße. Das ist kein Gehweg. Da ist er. Oh, der fährt mit meinem Skateboard. Wartet mal. Lasst ihn mal verfolgen und schauen, wohin er will. Ah, ist Mia. Ich sehe Mia gar nicht. Was macht er da? Pizza mit Brixie Skateboard. Hallo, Herr Pizzabäcker. Kurze Frage. Sie kennen doch meinen besten Freund Brixie. Beziehungsweise meinen schlimmsten Feind. Dem bitte keine Pizza mehr verkaufen. Nie wieder, okay? Mhm, genau, der Gelbe. Keine Pizza mehr für ihn? Super, danke! Ich gehe schon wieder. Tschüss. Brixie hat mir geschrieben, du stinkst. Da bist du ja. Brixie, bleib stehen! Du Blödmann, was hast du mir erzählt? Ich hab mir erzählt, dass du stinkst und sie gar nicht magst. Und sie meinte wirklich, ich so ja. Wirklich? Ich würde mich gar nicht so lange bei der Polizei aufhalten, weil ich habe denen schon gesagt, dass du bei mir mein Essen geklaut hast. Und guck mal, das nächste Fangirl, die gerade dein Auto zerkratzt. Ha, ich habe was in meine Story gepackt, du Blödmann. Warte. Du Blödmann, jetzt weiß jeder, dass du ein Blödi bist. Odi ist ein Blödmann. Das ist falsch geschrieben. Odi ist doof. Mein Brixie, du bist so ein... Na warte, das gibt Krieg. Ja, ich gehe jetzt nach Hause und du darfst nie wieder an meine Playstation und nie wieder mit mir spielen und nie wieder mit mir reden. Tschüss. Und weißt du, was ich jetzt... Bla, 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 bla. Ich glaube dann... warte, Brixie. Was denn? Hm? Guck mal kurz hier. Warte, da hinten ist doch Mia. Wo, Mia? Mia! Tschüss, du Doofkopf! Kannst nach Hause laufen! Du Blödmann, gib mir mein Auto zurück! Nö! Oh, na warte, ich krieg dich noch!
Oh Leute, ich muss mich beeilen. Er ist da oben rechts. Das wird jetzt eine Verfolgungsjagd. Er hat einfach mein Auto geklaut, der Blödi. Was glaubt er eigentlich, wer er ist, Leute? Oh, er ist ja richtig gemein geworden. Ich werde ihn für immer hassen. Aua! Oh nein. Odi. Odi, ist alles in Ordnung? Oh nein, Odi. Lass mich, geh weg, wir sind keine Freunde mehr. Nein, was ist passiert? Dein Auto ist viel zu schnell für mich. Mann, Odi, du kannst doch nicht einfach mein Auto fahren, wenn du weißt, das ist zu schnell. Aber du warst blöd zu mir. Komm, ich fahr dich ins Krankenhaus. Nein, auf deine Hilfe verzichte ich. Ich geh nach Hause. Komm schon, Odi, ich fahr dich ins Krankenhaus. Oh nein, Leute. Odi hat einen Unfall gemacht und irgendwie tut er mir leid. Ich meine, wir haben uns zwar gestritten, aber er ist immer mein kleiner Bruder und wird es auch immer bleiben. Oh, ich mache das irgendwie wieder gut. Wartet mal, Leute. Ich habe nämlich eine Idee. Irgendwo zu Hause habe ich ein Geschenk für ihn. Und dann bringe ich ihm das vorbei und entschuldige mich bei ihm. Obwohl der Blödi angefangen hat. Er hat mein Skateboard geklaut. So, irgendwo zu Hause muss ich doch irgendwas für ihn haben. Vielleicht in der Küche. Ich schau mal, er mag nämlich Schoko. So, Fake Food. Was haben wir hier Schönes? Wir haben einen Cheeseburger. Wir haben Pizza. Pfannkuchen. Ich glaube, er mag Pfannkuchen. Und vielleicht kann ich ihm sogar noch, warte mal, einen Burger mitnehmen. Ding. Oh, ich jetzt mal schnell rüberlaufen. Ich meine, er hat sich verletzt und ihm geht's nicht gut. Und ich muss mich doch um meinen kleinen Bruder kümmern. Weil wir haben uns doch nur. Wir haben keine anderen Freunde außer euch da draußen, die fleißig unsere Videos schauen. Das ist wirklich lieb von euch. Und damit du nie wieder ein Video verpasst, würde ich mich wirklich freuen, wenn du diese kleine Glocke hier aktivierst und dann auf alle Benachrichtigungen erhalten drückst. Weil dann wirst du nie wieder ein Video von uns verpassen. Das wäre super cool. Odi! Odi! Was ist das denn jetzt? Och nee! Odi, mach die Tür auf! Was willst du hier? Ich hab dir was mitgebracht, einen Burger. Komm rein! Hier, nimm den Burger. Ja, Moment. Odi? Hast du den Burger genommen? Ja, hab ich. Dann habe ich hier noch was für dich. Bitteschön. Noch was? Mhm. Boah, Waffeln. Boah, cool. Odi, ich würde sagen... setz mich hier hin. Ich würde sagen, wir streiten uns ab jetzt nicht mehr. Na gut, Brexy, vielleicht hast du recht, aber du warst echt blöd zu mir. Ich war nur blöd, weil du mein Skateboard geklaut hast und klauen tut man nicht. Du hättest mir Bescheid geben können. Was deins ist, ist meins und was meins ist, ist auch meins. Siehst du, du denkst falsch, Odi. Wir können uns zwar Sachen teilen, aber du musst doch immer vorher fragen. Vielleicht habe ich mein Skateboard gebraucht, weil ich dringend ins Krankenhaus musste. Oder weil ich zum Fangirl musste und du hast es einfach genommen. Oh Mann, Brexy, du hast vielleicht recht. Es tut mir leid, komm mit, ich muss dir was zeigen. Was denn, Odi? Schau mal, ich habe in meinem coolen Auto dein Skateboard geparkt und ich habe sogar extra geputzt. Oh, du bist der Beste, Odi. Dankeschön. Ich würde sagen, schlaf gut und wir machen morgen was richtig Cooles, okay? Oder Übernachtungsbeste Freunde Party. Das wäre so cool, Odi. Dann treffen wir uns morgen, ja? Genau. Tschüss, bis morgen. Boah, Leute, heute wird es richtig cool, denn ich spiele zusammen mit meinem Bruder Odi. Alles steht Kopf. Der Film ist bald im Kino, das ist super cool. Wir spielen Hide and Seek, stimmt's, Odi? Genau, Brexia. Um genau zu sein, spielen wir Suchen und Verstecken. Deswegen lass ein Like da, wenn du es noch nicht gemacht hast. Okay, Odi, ich würde sagen, ich suche dich zuerst und du darfst dich verstecken. Na gut, Brexy, dann gehe ich zu Long-Term Memory und da musst du mich jetzt irgendwo finden. Okay, dann versteck dich mal. Ich schummel auch nicht.
Na gut, aber ich sag dir eins, die Welt hier ist riesig. Okay. Und bei Charaktere kannst du dir sogar einen Charakter nehmen. Ich nehme den bösen Ekel mit Wut. Ekel mit Wut? Dann nehme ich die ganz normale Riley. Ich glaube, sie heißt Riley. Sag mir, wenn du versteckt bist. Jetzt hast du mir gesagt, wer du bist, du Dussel. Ach ja, stimmt. Ich hab mich versteckt. Hast du dich versteckt? Und du bist sicher bei Long-Term Memory? Ja. Okay, ich bin niemals jetzt finden. Da. Ich bin so gut versteckt. Oh, Braxy, du wirst mich niemals finden. Warte mal, ich sollte meinen Braxy wieder nehmen. Wie kriege ich meinen Braxy wieder? Ich nehme den Clown. Ah, nee, der kostet Robux. Du musst einfach wieder auf den Charakter drücken, du Blödmann. Ja, warte. Oh, jetzt bin ich wieder ich. Wo kannst du dich versteckt haben? Sag ich nicht. Eierkopf, Eierkopf. Siehst du mich denn? Ja. Wirklich? Ja. Bist du vielleicht... Komme ich gerade auf dich zu? Warte, muss ich genauer gucken? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Oh, du bist mir keine Hilfe, du Dussel. Ja, du kommst mir gerade in die Nähe. Wo hast du dich denn versteckt? Sag ich nicht. Vielleicht hinter den ganzen Murmeln hier. Nö. Keine Murmeln, du Blödmann. Keine Murmeln? Oh, Leute, ihr müsst mir helfen. Wo kann er sich versteckt haben? Das ist nicht lustig. Ich werde dich schon finden. Warm? Mehr sage ich nicht. Warm? Mehr sag ich nicht. Okay, das heißt, du bist hier irgendwo versteckt. Vielleicht schon. Bist du das hier? Tschüss. Nein, natürlich nicht. So sicher? Ich hab blaue Haare und ein gelbes Kleid. Blaue Haare und ein gelbes Kleid. Wo könntest du dich bloß versteckt haben? Bist du hier oben? Kalt, Braxy. Das ist unfair. Du hast dich richtig weit von mir versteckt. Kalt, das ist kalt. Es ist wirklich kalt. Wo hast du dich denn versteckt? Es wird's warm. Bist du hier drin? Kalt. Oh, Odi. Warm, 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 warm. Ich sehe dich nicht. Du sagst, es ist warm, aber hier ist nichts warm. Es war gerade mega heiß, wie eine Herdplatte, du Blödmann. Hä, wo könntest du dich denn versteckt haben? Ich sehe nichts. Boom! Du Blödi, du hast dich im Licht versteckt. Ich war im Licht, Braxy, guck. Odi. Diese Runde hast du gewonnen. Komm, lass zurückgehen. Okay, Braxy, wohin? Zum Hauptquartier? Wir müssen beide zum Hauptquartier. Und jetzt gehe ich zum... Na, Traumproduktion. Boah, Traumproduktion ist bestimmt cool. Und jetzt werde ich mich verstecken. Okay, ich nehme dann einen Charakter. Ich nehme dir jetzt die Wut. Aber mit dem bist du voll langsam. Nein, du musst einfach mit Shift kannst du sprinten, Braxy. Oh, das wusste ich gerade gar nicht. Das ist voll unfair. Okay, ich glaube, ich habe mich versteckt. Ehrlich? Dann komme ich jetzt, Braxy, in die Traumproduktion. Hey, hier waren wir doch gerade. Du wirst mich niemals finden, du Blödi. Wo könnte Braxy sein? Bist du Braxy, Braxy? Nein, ich bin nicht Braxy, Braxy. Okay, ich bin aber jetzt Odi, damit du mich sehen kannst. Hier sind voll viele Bilder von alles steht Kopf. Oh Mann, ey. Braxy, hast du den Film schon gesehen? Nein, hab ich nicht. Mann, ich auch noch nicht. Mann, wo könnte Braxy denn sein? Oh Mann, ich hab ihn nicht gefunden. Hä, warum gehst du denn da raus? Warum soll ich da raus? Du bist da raus. Ich nicht. Warte mal, bist du hier? Wo könnte Braxy sein, Leute? Hier hinter, hallo! Du Doofi, siehst mich nicht. Ja, du bist bestimmt hier hinten. Hallo, Braxy. Ich hab dich nicht. Nein, das bin ich nicht. Ich hab mich richtig gut versteckt. Hier oben, schau mal. Und dann auf die Harfe. Bist du die Harfe, du Blödmann? Nein, ich kann mich doch nicht als Harfe verstecken. Oh, er wird mich niemals finden. Mann, wo bist du? Es
war schon sehr gut warm, Odi. Warm? Okay, hier und dann muss ich da drauf. Und dann muss ich hier drauf. Oh, das geht nicht. Das tut mir aber leid. So, und zack. Oh Mann, ey. Weiß ich, wo du bist. Warte, Brex. Ich geb dir noch 10 Sekunden, dann verrate ich's dir. 10 Sekunden, warte. So, du hast gesagt, hier ist warm. Oh. Das ist der Lehrerpult. Warte mal, was sind das für Haare? Ah! Ah, du kriegst mich niemals! Ach, du warst das! Bleib stehen, du Doofkopf! Du kriegst mich nicht, ich hab mich schon wieder versteckt. Braxy? Okay, du hast mich gefunden. Gefunden! Du bist wieder dran. Okay, Braxy, lass uns wieder zum Hauptquartier und ich gehe zum Fantasieland. Tschüss! Tschüss, Odi. So. Das Fantasieland sieht so schön aus und alles ist pink und lila. Ich werde dich diesmal auch finden. Dann ist es ein Unentschieden. Diesmal bleibe ich Odi Braxier. Weil du lila bist. Mhm, weil ich lila bin. Und ich glaube, ich verstecke mich hier. Warte. Bin versteckt, kannst kommen. Okay. Bin jetzt da. Ich sehe dich. Wo hast du dich bloß verstecken können? Sag ich nicht. Oh, das ist echt unfair. Hier ist voll viel, wo man sich verstecken kann. Bist du dir sicher? Ja, das ist voll unfair hier. Gar nicht. Könntest du sein? Versteckt. Das ist viel zu groß. Ich sehe dich nicht mal. Gleich hier irgendwo? Nö. Ist ja richtig unfair. Es ist gar nicht unfair. Du bist bei den Pokalen, ich weiß das. Genau, weil ich bin ein Pokal. Kannst du dich in den Pokalen verstecken? Du könntest dich theoretisch in den Pokalen verstecken. Ehrlich? Ja, das ist ja voll unfair. Habe ich aber nicht gemacht. Wo könntest du, Dussel, dich verstecken? Du versteckst dich immer voll blöd. Eigentlich müsste ich dich sofort finden. Eigentlich schon. Ich finde dich nicht. Oh, Leute, seht ihr hier irgendwo Odi? Ich finde Odi nicht. Du bist ja super schlecht. Du magst Pommes, du bist bei den Pommes hier. Nö. Hier hinter. Ich habe mich neu versteckt, Braxy. Ich gehe wieder in mein altes Versteck. Tschüss. Du darfst sie nicht nochmal verstecken, das ist unfair. Ich gebe dir einen Tipp. Okay. Ich bin nicht im Fantasieland drinne. Du bist draußen? Du bist bei den Zügen vielleicht. Vielleicht. Ich sehe dich nicht. Mann, Odi, du veräppelst mich. Außerdem darf man die Verstecke nicht neu tauschen. Doch, darf man. Bist du bei den Murmeln hier drüben? Nein, das ist nicht Fantasieland, du Doofkopf. Du bist ein Doofkopf. Ich bin irgendwo beim Zug, Brex hier. Irgendwo beim Zug. Okay, dann schaue ich mir den Zug jetzt genauer an. Also vorne bist du nicht. Und oben drauf, da bist du. Oh nein, das sind ja andere. Das sind die Fangirls. Oh nein, was machen die denn hier? Oh, hier auf dem Waggon bist du auch nicht drauf. Und vielleicht bist du bei den Kartons hier. Nö. Auch nicht. Hier bist du auch nicht drauf. Verflucht und zugenäht, wo kannst du nur sein? Bist du ja oben. Nö. Warte mal. Odi! Ich war hier! Du hast dich einfach zwischen den Schienen versteckt. Zwischen den Rädern, nicht Schienen, du Doofkopf. Naja, hier waren ja die Schienen. Guck mal hier, genau hier. Ich komme nicht mehr raus. Oh Mann, Braxy, ey. Okay, Odi, ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück zum Hauptquartier. Na gut, Braxy. Denn, Leute, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Wenn ihr mal zusammen mit mir und Odi spielen wollt, dann passt jetzt auf, denn Odi und ich, wir machen gleich was richtig Cooles. Also schau das Video unbedingt bis zum Schluss. Oh, bis gleich. Bin bereit. Sehr gut, los geht's, geh zu deinem Haus. Bin ich, Braxia? Ich bin übrigens Naruto, Odi. Ich bin Chainsaw Man, das ist der Kettensägenmann. Cool. Mann, bei mir ist einer, der will mit mir kämpfen. Bomben. Der will mit dir kämpfen, so ein Trottel. Der hat schon super Fähigkeiten, der Blödmann. Bomben. Warte mal, können wir uns eigentlich Wände kaufen? Oh, können wir, das wird gleich richtig cool werden, Odi. Das wird richtig cool, bam. Mann, der
blöd, Mann. Der ist voll doof. Oh, ich hab schon den dritten Dropper. Wirklich? Boah, eine Wand habe ich auch schon. So, wir müssen uns noch Fähigkeiten kaufen, stimmt's, Odi? Genau, der hat mich gekillt. Was ein Blödmann. Ja, egal, Brax hier. Aber wir können, guck mal, links oben Geschenk annehmen. Boah, zwei Stück. Ach, was will der denn von mir? Ach, der ist jetzt auch bei mir. Warte, ich muss den jetzt eliminieren, Brax. Der hat keine Chance mehr gegen mich. Oh Mann, der hat schon Fähigkeiten, der Blödmann. Ja, so ein Blöder. Ich hab schon meinen dritten Dropper. Oh. Mein vierten Dropper, Brax hier. Deinen vierten? Ja, und jetzt kaufe ich meinen fünf. Oh, wie cool. Du musst die Geschenke annehmen. Hab ich schon, hab ich schon. Ich brauche die hintere Wand. Wo kriege ich sie her? Weiß ich nicht. Aber wir dürfen einmal Drehrad drehen. Ich drehe einmal, Brax hier. Mach das. Sag mir, was du bekommen hast. Ich habe nochmal 3 Spins bekommen. Boah, richtig gut, Odi. Dann dreh du, dann kaufe ich hier so lange meine Bäume und so. Na gut, ich habe einen Superboost bekommen. Ein Superboost? Mhm, jetzt kann ich richtig hochspringen, Brax hier. Boah, wie cool. Und 5000 Geld. Und mein letzter Spin ist... komm schon, gib mir die Gottfähigkeit. Nochmal 5000 Bargeld, aber egal. Wie viel Bargeld hast du jetzt eigentlich? 13.000. 13.000? Richtig cool. Und jetzt, hast du schon Fähigkeiten gekauft? Ja, die erste Ausrüstung habe ich schon gekauft. Das ist mein Sharingan. Sharingan? Ich habe Pochita. Cool. Oh, Brax, ich muss dir den zeigen, der ist so süß. Okay, komm du vorbei und ich drehe so lang einmal. Ah, du hast ja voll die krasses Haus schon, Brax, hier. Mhm, ich drehe jetzt. Darf ich bei der Lasertür rein? Ja, darfst du. Warte. Hä? Du darfst nicht drüber springen, du musst klingeln. Nö, was hast du bekommen bei Drehrad? Geld. Guck mal, mein Sharingan. Boah. Oh. Brax, das ist, glaube ich, okay, weil ich bin Welt geflogen. Entschuldigung, Odi. Hier mal mit Pochita auf. Als Gesicht schlagen. Wo bist du? Aua, auf, sonst mache ich meinen Push. Guck mal, ich mache meinen Push jetzt. Oh. Und da ist da was passiert. Bam, bam. Ah, hör auf. Sharingan. Bist du wieder geflogen? Ja, du hast gewonnen, Brax. Alles gut. Ich gehe einfach wieder nach Hause. Oh Mann, du Blödmann. Ich habe schon die zweite Etage. Brax, aber als Anime-Familie müssen wir die Stärksten jetzt werden. Du hast recht. Ich bin nämlich Naruto. Naruto Uzumaki. Genau, und ich bin Chainsaw Man und ich habe eine Demon Transformation. Boah! Brax, ich habe jetzt Kettensägenkopf und Kettensägenarme. Na klar. Wir können jetzt ein Geschenk beanspruchen, also ich zumindest. Ehrlich? Ich habe 3000. Du hast recht, Brixi. Und ich auch 3000. Wie viel Geld hast du jetzt? 8000. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt den 6200 Dropper. 6000? Ich habe schon alle hier unten, Brixi. Ich oben. Ich bin schon oben, du Dussel. Ach so, ist das also. Na gut, Brixi. Soll das hier ein kleiner Kampf sein, du Blödi? Nein. Wie kommst du denn darauf? Na gut, ich habe mir auch den 6000 Dropper gekauft. Ich kaufe mir jetzt noch mehr Ausrüstung. Oh, ich werde der Stärkste, Odi. Oh, nö, ich werde der Stärkste. Werden wir gleich sehen. Lass uns dann gegen andere kämpfen, okay? Na gut, aber auch gegeneinander. Können wir gerne machen. Aber ich glaube, du hast keine Chance. Meine nächste Ausrüstung kostet 5000 Bricks. Das ist voll viel. 5000? Ich habe gar nicht mehr so viel. Aber ich habe die nächste Ausrüstung. Kämpfen, Brixi. Guck mal, deine Mitte. Bist du bereit? Schau mich mal kurz an. Ja. In 5 Sekunden. 3, 2, 1. Guck jetzt. Bam! Oh, wie cool. Komm, wir greifen an. Und jetzt geht's los. Tschung. Pochita, los. Bam! Sharingan. Greifst du an, Brixi? Ich lauf schon, ich lauf schon. Mich eingefroren. Das ist irgend so ein... Aua, aua. Oh. Ich bin... Oh, weg von mir. Toll, was hast du gemacht, du Blödmann? Ich hab einen erledigt, Brax hier. Boom! Ich glaube, ich habe sie umgebracht. Nein.
Nein, sie ist hier nach hinten geflogen, Brixie. Oh. Aber sie ist gleich dort. Komm schon. Wieso läuft die weg? Die haut ab. Die hat Angst, weil wir die Stärksten sind. Schau mal, Brixie. In 12 Minuten kommt hier ein Boss. Aber wir müssen sie fertig machen. Ja, die hat angefangen. Sie hat die Krone. Komm her, du Blödi. Aua, sie hat mich eingefroren. Und? Sie nicht. Du hast sie aber gleich. Wir haben sie gleich. Komm schon. Schneid ihr den Weg ab. Brixie, du hast sie erledigt. Und schau mal, da liegt eine Krone, aber die können wir nicht nehmen. Warum nicht? Ich bin viel zu stark. Oh, keine Ahnung. Ich gehe weitermachen an meinem Haus. Hm? Das solltest du nicht machen. Die ist wieder da, die ist wieder da. Oh, oh. Brixie, sie hat gut Damage bekommen. Ich bin tot, Brixie. Jetzt bist du für dich allein gestellt. Oh nein, oh nein. Ich habe richtig viel Geld. Warte, Brixie, ich kann mir jetzt meine neuen Fähigkeiten kaufen. Chainsaw Jump und Chainsaw Punch. Das sollte ich vielleicht auch machen. Wo ist sie, Brixie? Oh, die hat mich umgebracht. Unten, ich sehe sie. Und Transformation. Ich bin jetzt mega schnell, Brixie. Und Jump! Oh, wie cool, Odi, wo bist du? Ich kämpfe gerade hier unten. Warte, Attacke! Attacke! Kannst du aufhören, mich anzugreifen, du Bam! Bam. Jump! Charingan! Manchita! Oh. Ich glaube, ich habe dich erledigt, Brixie. Du Hotel, du hättest mich nicht erledigen dürfen. Entschuldigung. Oh, oh. Bäume kaufen. Hier ist einer, der ist richtig stark mit seinem Schwert. Wirklich? Aber ich habe ihn gleich, Brixie. Er ist nicht stärker als Odi. Du schaffst das, du schaffst das. Boom! Hab ihn erledigt mit meinem Jump. Sehr gut, Odi, sehr gut. Ich glaube, hier oben können wir uns noch Fähigkeiten kaufen. Ja, 2 Stück, oder? Ja, aber das war's. Einzelner Dropper kaufen. Oh, das war zu viel. Das wollte ich nicht. Aber ich habe jetzt oben auch richtig alle Dropper gekauft, Brixie. Linke Wände, Kiste kaufen. Einzelner Dropper? Voll viel geben. Der gibt richtig viel, Brixie. Ich kaufe mir jetzt den 2. und den 3. Ich habe alle einzelnen Dropper oben gekauft. Sehr gut, Odi, sehr gut. Jetzt mache ich nur noch die Fenster hier zu. So. Und einzelner Dropper. Und jetzt. Wow. Was denn? Wir können noch eine 3. Etage kaufen. Na klar. Okay, komm, lass uns kämpfen gehen. Irgendjemand hat mich irgendwie gegrabbelt. Charingan! Und boom! Chainsaw Punch! Komm schon, Brixie. Almighty Push! Gleich! Wir haben ihn gleich! Ja, wo bist du? Hier, neben dir. Boah, du siehst so lustig aus. Sim, sim, sim. Wen wollen wir angreifen jetzt? Wen wollen wir angreifen? Der hat ein Schutzschild. Da, guck mal, er kommt raus! Und jump! Wieso kannst du so hoch springen? Das ist meine Attacke! Attacke! Bam! Wenn ich neben dir stehe, du Blödmann. Oh, Entschuldigung. Ein Team! Ja, ja. Oh, Lodi! Was? Und Krieg! Das war nicht extra, hör auf! Nimm den Push von mir! Ein Push macht gar nichts, du Blödmann. Ah ja? Macht der nicht Bock. Und was ist mit dem hier? Oh, was ist mit meinem Charinger? Mein Gesicht! Oh. Was ist denn das Budget an Hund, wenn der Motorsäge im Gesicht ist? Jetzt weiß ich's aber. Hey, jemand ist bei mir drin. Bei dir drin? Ja. So erlaubst du das? Ich glaub's nicht. Er ist einfach reingekommen, der Blödmann. Und ich hab schon fast 100 Top. Ich hab 150.000, Brixie. Wirklich? Ich bin der reichste Spieler! Oh, wie cool, Odi. Er hat meine Fähigkeit geklaut. Er kommt zu dir, er will von dir klauen. Charingan. Wo ist er? Er ist weg. Keine Ahnung. Nee, der ist hier. Der Blödmann ist hier. Er will deine Fähigkeiten klauen, wie er meine geklaut hat. Hier hinten. Er ist rausgegangen. Aber wieso kriegt er keinen Schaden, wenn er rausgeht? Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast die Ledertüren aus. Nein, der ist bei mir. An, du Blödmann, und nicht mich! Sehr schön. Sehr gut, Brixie. Jetzt hast du die Laser angemacht, denn während ich bei dir drin bin? Nein. Blödmann, wir können wieder was abholen. Odi, schau mal. Fargeld. Wo bist du? Mein Haus natürlich. Warte, du bist gestorben? Ja. Warte, ich komme zu dir. Nee. Oh, Odi, das ist so cool. Ich steh dich, zeig mal. Nicht rein. Nein. Wieso kannst du eigentlich einen Doppelsprung machen? Okay, guck hier. 3, 2, 1. Bam! Oh, Mann, du hast meine Tür zugemacht, du Blödi. Ist doch gut, dann kann keiner reinkommen.
Stimmt, du hast recht. Okay, ich baue weiter, Brexy. Kannst du schon weiter hoch? Ich habe schon die dritte Etage. Ich jetzt auch. Sehr gut, Treppe. Odi. Wir müssen direkt den Dropper kaufen, aber ich habe genug Geld, Brexy. Sehr gut, ich hole jetzt meine Fähigkeiten von der dritten Etage. Boah, ehrlich? Mhm, was habe ich? Fireball, Odi. Feuerball? Ja, ja, ja. Boah, wie cool. Das ist mega cool. Sammler kostenlos. Boah, ich habe richtig viel Geld, Brexy. Wir können ein Geschenk beanspruchen. Du hast recht. Aber habe ich dir vorhin schon gesagt, du Blödmann. Können wir eigentlich schon drehen? Ja, ich kann drehen. Ich nicht. Bei mir steht jetzt ein Extra-Spin. Aber ich habe keinen. Was habe ich jetzt bekommen? Ach, ich habe einen Extra-Spin erhalten. Nee, habe ich auch nicht. Blödmann. Oh, Makita Dish und Regeneration habe ich bekommen, Brexia. Boah, wie cool. Wow. Wenn ich hier was esse, bin ich super stark jetzt. Ja, ich gehe mich jetzt. Boom. Sammler? Ich kann einen Sammler kaufen. Ja, oben, das ist voll cool. Und was macht er denn dafür so? Hab gleich einen erledigt, Brex hier. Sehr gut, Odi, sehr gut. Pochita-Angriff. Hab ihn erledigt. Voll stark, Odi. Ein Megasprung. Boom. Ich kann oben nichts mehr kaufen. Hast du schon alles gekauft? Oh, nun, die Wände, glaube ich, nur noch. Wände. Nur noch? Ja, ich glaube, das war's. Mehr Etagen gehen nicht. Ich muss noch Fenster kaufen. Doch, Etage 4 kaufen für 60.000, Brexy. Hä? Dann hast du was vergessen, du Blödmann. Ich sehe. Oh, stimmt, die Fenster. Oh, Mann, du Blödmann. Jenny, ich brauche mehr Kohle, ich brauche mehr Kohle. Feinde. Bist du in die Mitte gelaufen? Ja, ich kämpfe gerade hier gegen einen. Der heißt Berserker. Komm her, da hast keine Chance. Ich komme zu euch. Da will dich einer angreifen. Fireball! Er hat die Krone, Odi, ich brauche Hilfe! Ich komme! Almighty hier drüben! Almighty Push! Mein Push bringt nichts. Aua, du Blödmann, du hast mir wehgetan! Okay, dann kriegst du halt das hier! Aua, komm, wir haben ihn gleich! Und den Ball! Sharingan! Ist in mein Sharingan reingelaufen, kann das sein? Ja, das hat wehgetan, du Blödmann. Hab ihn! Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Da hinten, Schlägerei! Okay. Odi, sehr gut. Feuerball. Pam. Scharin. Odi, geh weg. Odi, geh weg. Mach. Nein, Gun. Oh, das macht ja voll viel Damage. Willst du was von meiner Kettensägensuppe? Ja. So heile ich mich wieder. Guck und boom. Sehr gut, Odi. Wir sind schon richtig stark geworden. Super stark komm geworden, hier. Brexy. Komm hier hin. Wohin? Hier. Almighty Push. Mann, du Blödmann, hast mich wieder weggedrückt. Engan! Mann, das sind Noobs, die brauchen wir gar nicht angreifen. Da hinten wieder! Guck mal, erst ein Abschnitt. Guck mal, was ich kann! Hä? Okay. Ups, Entschuldigung, Brexy. Du Blödmann, du solltest aufpassen, wen du... Die Affen hier, Schlange! Ich hab die Krone! Aua! Und ich hab die Krone! Ehrlich? Du bist der Reichste gerade. Ja, jetzt nicht mehr. Hab den Affen erledigt, Brexy. Gar kein Problem. Boah, ich gehe in die vierte Etage. Ich gehe jetzt auch, Brexy. Ah, ein Dropper kostet hier einfach 65.000. Ehrlich? Ja, boah, das ist zu viel. Unfair. Wie viel Geld hast du? Ich hab die Krone. Ich hab jetzt meine Ausrüstung. Ich kann Ausrüstung kaufen. Ehrlich? Ja, voll cool. So, und jetzt kauf ich... Und noch einen Dropper, damit ich schneller Geld bekomme, Brexy. Und den dritten Dropper auch. Ich habe alle drei Dropper gekauft. Sehr gut, Odi. Ich kaufe gleich... Hä? Geschenk. 20.000 haben wir bekommen. Ich will jetzt meine Ausrüstung. Ehrlich? Earth Spikes, wie cool. Oh, wie cool. Boah, das sieht so cool aus, Odi. Ich muss jetzt Geld sparen. Wie viel hast du? 63.000 nur. Meine Ausrüstung 7 kostet 80. Aber habe ich jetzt. Ich habe bekommen 4 Roar. Ich glaube, damit schreie ich einfach und dann kriegen die Leute Angst. Darf ich mal bei dir testen? Okay. Komm mal runter. Ja, warte. Runter. Ich komme. Komm jetzt, Brex hier. Ja, ich komme doch schon. Wo das bist du? Unten. Okay, komm. Boah. Jetzt ich. Boah. Oh. Boah, aua. Muss ich erstmal hier. Willst du kämpfen? Boom. Boom. Hang on.
Das ist gar kein Problem für mich. Aber Braxy, du hast verloren. Das ist voll gemein. Naja, Leute, ich würde sagen, falls du mal zusammen mit mir und Odi Superheldenfamilie spielen willst, dann lass jetzt ein Like und ein Abo da. Und check gerne auch meine anderen Videos ab. Dort verrate ich dir noch mein Geheimnis. Und ganz wichtig, Leute, ihr müsst unbedingt alle Odi abonnieren. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also geht auf seinen Kanal und abonniert ihn. Tschüss.